Aber am besten hört sie auf, mach, was du willst. Queenie, mach, was du willst. Fein. Ja. Und sie hat auch eine alternative Institution gegründet, zum Bundestag dort, nämlich den Hundestag. Und sie hat uns auch noch was zu sagen, weil es gibt freie Meinungsäußerung, aber es gibt auch Denunziationen. Und wir werden permanent denunziert, weil jedes Mal, wenn wir hier in Berlin spazieren gehen und dieser arme Hund punkeln muss, und das ist eine Sie, das ist eine alte Dame, die zählt schon 11 Jahre, muss sie natürlich in die Hocke gehen. Wie es früher unter Frauenrechten hieß, selbst die Katharina Focke geht beim Pinkeln in die Hocke. Auch dieser Hund. Und wir werden dauernd schräg angeguckt, weil die Leute denken natürlich, der Hund scheißt dorthin. Was er natürlich tut, gerade heute Morgen ist das wieder passiert. Da habe ich dann der Frau gesagt, die uns schräg angeguckt hat, wo ich mich dann immer frage, was wird sie noch jetzt alles mit uns machen, wenn sie könnte, wie sie wollte, dass sie das als Frau doch wissen müsste. So. Und Queenie, darf ich jetzt auch mal was sagen? Darf ich jetzt sagen, was ich eigentlich sagen wollte? Okay, gut. Dann sage ich jetzt, was ich sagen wollte. Als erstes möchte ich euch was fragen. Ist hier irgendjemand unter uns, der keine Träume mehr hat? Keine Visionen? Nein? Nein. Das ist gut, denn nur wer keine Visionen hat, muss zum Arzt gehen. Ihr kennt ja den Spruch von Helmut Schmidt. Und so betrachtet, dass derjenige zum Arzt gehen muss, der keine Visionen hat, ist dieses hohe Haus da oben, dort hinten, von dem schon Wehner gesagt hat, dass das Einzige, was dort hoch ist, die Decke ist, ist das an sich ein großes Krankenhaus, weil es gibt dort keine Visionen mehr. Ja? Es gibt dort nur ein rigides Sparregime, dessen einfallslose Ideologie sich wie Mehltau über ganz Europa ausgebreitet hat. Und deswegen breche ich jetzt mit euch aus. Ich unternehme einen kleinen Ausflug. Jetzt, hier, in diesem Augenblick. Ich mache mich auf die Suche nach den Politikern, die schon vor mir dorthin aufgebrochen sein müssen. Ins politische Niemandsland. Dorthin, wo sie wieder ehrlich Position beziehen. Für ein funktionierendes, kostenfreies Gesundheitssystem zum Beispiel. Geht. Für ein Schulsystem, in dem allen, ungeachtet ihrer sozialen und geografischen Herkunft, ein hohes Bildungsniveau ermöglicht wird. Dorthin, wo der Arbeitslose nicht als Bittsteller auftreten muss. Dorthin, wo es selbstverständlich ist, dass die Menschen von ihrer Arbeit leben können. Dorthin, wo es selbstverständlich ist, dass Konflikte mit Worten und nicht mit Waffen ausgetragen werden. Dorthin, wo Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Rentnerinnen und Rentnern, die wir vorhin gehört haben, ein ungezwungenes, sorgenfreies Miteinander möglich ist und sie nicht gegeneinander ausgespielt werden. Dorthin, wo Politiker wieder mit ehrlichen Überzeugungen glänzen in der Auseinandersetzung und nicht mit oberflächlichen, sinnentleerten Taktiken abstumpfen. Dorthin, wo sich Mitarbeiter und Arbeitgeber auf Augenhöhe begegnen und nicht allein die Macht der Arbeitgeber regiert. Dorthin, vielleicht das Wichtigste, wo die kulturellen und individuellen Eigenheiten eines jeden Menschen geachtet und nicht geächtet werden. Ich würde gerne noch weiter hinaus ins politische Niemandsland. Doch ich muss zurück. Hierher. Ins Land der kleinen politischen Versatzstücke. Warum ich dann überhaupt diesen kleinen Ausflug unternommen habe? Ganz einfach. Ich wollte endlich einmal wieder etwas Positives über Politik und Gesellschaft sagen. Was möglich ist und wünschenswert. Vielen Dank.
Und wenn ihr jetzt noch ein kleines Lied hören wollt, müsst ihr mir Beifall spenden. Dann spiele ich euch noch ein kleines Lied. Macht Lärm. Okay. Brauchst du einen Stuhl? Nein. Nein? Was sagst du dazu? Was sagen Sie dazu? Queenie ist ein sehr musikalischer Hund. Ja. Es gibt auch eine Ode an den Hund, aber die spiele ich jetzt nicht, weil... Ins Mikro. Ah, das geht so alles so ganz gut, glaube ich, ne? Das heißt, mir reicht es jetzt. Und ja, so. Kalte Hände hat. Wenn die Welt nicht das hält, was ich mir von ihr versprech, dann sing ich frech dieses Lied, ein kleines Stück, eine Melodie als Therapie, denn die Welt hält viel zu oft nicht das, was sie verspricht. Schau doch nur genau hin, der Politiker, die Politikerin, was haben sie uns nicht schon alles versprochen und dann wieder gebrochen? Oder diejenigen, die uns ständig sagen, dass wir uns das nicht länger leisten können. Oh Gott. Schau doch nur Frau Müller an, wie sie trotz Vollzeitjob kaum überleben kann. Denn ihr Niedriglohn, der für jeden der blanke Hohn, nur ihr Chef, der Chef füllt kräftig seinen Gewinn. Und das, was ich hier sing, macht für ihn natürlich überhaupt keinen Sinn. Er sagt zu mir, nun sei doch nicht so gemein und komme mit Gemeinwohl. Es geht hier doch wohl zunächst um mein Wohl. Und das Mülllächeln kann ja gehen, ja mal umsehen. Die wird sich schon noch umsehen. Oder schaut doch nur der Minister für Verteidigung. Er macht schon wieder Stunk, führt schon wieder Krieg. Und natürlich glaubt er an den Sieg. Nur für ihn müssen so viel Menschen sterben. Er schickt sie ins Verderben. Das kann doch nicht richtig sein. Statt zu reden, wird schon wieder gestorben. Und wie verdorben müssen diejenigen sein, die dafür stimmen. Kann doch alles nicht wahr sein. Wie werden wir bloß regiert, abserviert, angeschmiert? Mir reicht es jetzt, ich sing dies Lied, eine Melodie als Therapie. Sing alle mit, hey, schreit es raus, euren Protest bleibt nicht zu Haus. Denn die Welt hält viel zu oft nicht das, was sie verspricht. Schau doch nur genau hin, der Politiker,
Politikerin, was haben Sie uns nicht schon alles versprochen und dann wieder gebrochen? Oder diejenigen, die uns ständig sagen, dass wir uns das nicht länger leisten können? Mein Gott. Ein kurzes Lied. Wunderbar. Herzlichen Dank.